Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Mit mir, Wegmann. Das Hearthstone Garden Chaos. Heute ist der 17.12. Ganz knapp, um genau zu sein. Und haben ein neues Garden Chaos. Es kam gestern um 21 Uhr raus. Also, ja, doch, genau. Am 16.12. um 21 Uhr. Ungefähr. Und heißt Schöne Bescherung. Altvater Winter lässt Kisten auf das Schlachtfeld fallen. Ihr erhaltet jedes Mal ein Geschenk, wenn ihr die Kiste eures Gegners zerstört. Oder eure eigene. Es gibt Kartenchaosse, in denen man sich selbst einen Decker stellen muss. Das hier ist ein gutes Beispiel, weil hier müssen wir uns einen zerstellen. Jetzt warne ich euch vor, ich bin nicht Krösus, ich habe nicht viele Karten. Das heißt, ich hab nicht genug Karten, sagen wir es so. Deswegen, wir machen uns einfach ein Deck mit dem, was wir haben. Und lassen uns dann überraschen, ob es was Gutes ist oder was Schlechtes. Ich kann mir sauschlecht Decks machen, aber lassen wir uns einfach überraschen. Vielleicht mache ich es gerade auch etwas schlimmer, als es eigentlich ist. Tio, aber wen holen wir denn? Deck erstellen, oder vielleicht müssen wir uns auch keine erstellen, das könnte auch sein. Oder wir bekommen Karten zur Verfügung gestellt, aus denen wir uns... Ach, egal. Ich hole mir einfach mal den... Magier hatten wir letztens gar nicht, ne? Ich glaube, ich hole mir den Magier. Oder hatten wir überhaupt noch nicht, könnte sein. Ja, ich hole einfach mal den Magier. Jo, das sind auf jeden Fall meine. Gut. Yeah! Dann hole ich mir auf jeden Fall das Wasserelementar zweimal. Wisst ihr was? Ich fange einfach mal hier vorne bei 1 an. Arkane Geschosse sind zwar ganz cool, möchte ich aber nicht. Die Spiegelbild hole ich. Großer Fan vom Spott. Arkane Explosion. Ja, komm, mach mal so. Frostblitz, der ist sehr gut. Zieh zwei Karten. Karten ziehen ist immer gut. Da kann man nie was gegen sagen. Die ganzen Geheimnisse. Wenn Lina euren Helden angreift, wird er vernichtet. Klar. Dann holen wir noch nicht. Ne, den Gegenzauber hole ich nicht so gern. Die Frostnur hole ich einmal. Den Feuerball zweimal. Kältekegel. Verwandlung. Flammenstoß. Wasserelementar. So. Ich werde nachher noch was aussortieren, wahrscheinlich. Ich hätte auch gern kleine Sachen auf dem Feld. Oder? Wie sieht's denn hier aus? Also ich würde sagen, ich bleib mal ruhig auf der Seite. Arkane Geschosse hole ich nochmal weg. Die Arkane Explosion reicht erstmal. Ein Frostblitz, ein Spiegelbild, ja. Wenn euer Held tödlichen Schaden erleidet, wird dieser verhindert und der Held wird immun in diesem Zug. Ja, ich behalte's. Frostnova, Spielgestalt. Ja, ist ganz gut. Zerstäuben hole ich einfach mal weg. Ist jetzt nicht so wichtig. Feuerball, Verwandlung, Wasserelementar, Flammenstoß. Jo. Gut. Dann holen wir uns auf jeden Fall einen mit 1. Den Lepragnom. Macht seinen Wert, holt er wieder raus. Man merkt, dass hier 1 hat 2-1. Also hier. Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu beim Sterben. Sprich,
Du kannst den so lang angreifen, also so lang zwei Schaden zufügen, bis du ihm nochmal zwei Schaden zufügst. Das ist der Hammer für eins. Den einfachen Knappen hole ich. Ne, den hole ich nicht. Obwohl. Doch, ich hole den einfachen Knappen mit. Das müsste es von den Einsern gewesen sein, denke ich. Die Zweier. Den Armani Berserker. Weil als Magier können wir unsere Monster selber mit unserer Heldenfähigkeit angreifen. Und dann geht der Wutanfall schneller von der Seele. Deswegen hole ich mir auch das Nerubische Ei zumindest einmal mit. Und die Eisenschnabeleule für Schweigen. Den Nervotron hole ich zweimal mit. Wir haben 24. Muss hier aufpassen, was genau ich hole. Ich habe schon viel Scheiß reingeschmissen. Ich bin ganz schlecht darin, mir Decks zu machen. Also, ruf einen zufälligen Diener bei, der 2 kostet. Hole ich mir einmal mit. Spott und Wutanfall. Hole ich mir einmal mit. Den Eiswind Yeti hole ich mir mit. Den finde ich ganz gut. Den Schildmeister, den Senjin Schildmeister. Oh, Gurubashi Berserker, den könnte ich mir auch mitholen. Ja, das machen wir doch auch gleich. Und vielleicht noch ein Herr der Arena zum Beispiel. Maexna. Jo, komm. Dann sind wir fertig. Es ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, ich hole vielleicht auch ein. Na komm, schon einen Flammstoß noch raus. Und ich könnte mir den Champion Sturmwind. Friert einen Charakter ein. Ritter der silbernen Hand. Aufziehritter. Ne, ich habe nicht so viele Max, glaube ich. Der Nervotron ist einer, aber. Der ist halt, um früh wirklich was zu machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also geht so. Bisschen viel. Im Zweier- und im Dreier-Part. Und dann mit auch im Vierer. Ich lasse es aber mal. Ich hole mir den Herr der Arena noch mit. Als etwas relativ großen Spott. Und würde sagen, wir sind fertig. Und legen mit diesem wunderbaren Deck auch einfach mal los. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Lass uns einfach mal überraschen, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir uns überraschen lassen. Wir müssen ja nur einmal gewinnen. Von 3 Runden oder so. Oh je. Oh je. Ein würdiger Gegner. EP. Das freut mich aber. Anduin. Spiegelbild ist schon mal sehr gut. Arkane Intelligenz behalte ich auch mal. Okay. Und wir bekommen noch die Münze. Ja, schön. Okay, ein gestohlenes Geschenk, das heißt, da könnte auch wieder alles rauskommen. Ist jemand verletzt? Das glaube ich nicht. Gut. Können wir? Schön. Oh, der Lepragnom. Da setzt sogar die Münze für ein. Da hole ich sogar den Lepragnom mit. Mit der Münze. Ja, ich glaube, ich greife einfach das Geschenk an. Oh, das ist aber nicht so cool. Persönliche Meinung. Okay.
Meixner. Mach mal so. Mache mal so. Selbst wenn er es heilen sollte, ist mir recht. Dann machen wir es halt, wir machen es sowieso fertig, würde ich sagen. Jo. Gut. Frostnova könnten wir machen. Wir machen aber Arcane Intelligenz, um... Joa, das kann man mal machen. Dann mache ich... Ah, ich... Okay, dann greifen wir direkt an. Was haben wir denn hier? Jetzt guck mal... Ja, ja. Entdeckt einen zufälligen Schatz, er kostet weniger. Was? Er greift jetzt wahrscheinlich auch die Kiste an. Boop. Ja, ja, mach du. Mach du, mach du. Ja, dass der die Kiste drauf geht, das war mir auch klar. Wen könnte ich denn jetzt da noch reinholen? Gestohlenes Geschenk. Ja, das ist natürlich doof. Ich habe kein Monster mit 3 Mana auf der Hand. Bin ich jetzt eins für 3 ziehe, wäre es natürlich Bombe. Nope, das ist kein Monster für 3. Deswegen... Ich sag mal, ich heb mir den... Das Geschenk. Nee, das hier ist auch eine gute Idee. Ja, komm. Gedankenkontrolle. Und zwar sowas von. Okay, damit sind wir fertig. Können wir in der nächsten Runde können wir, ich würde sagen, das Wasserelementar spielen. Das ist ganz gut. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Aber wir können Gedankenkontrolle machen mit dem. Okay, ich glaube, ich mache echt Gedankenkontrolle. Das war's. So. Damn, son. Und das ist in der nächsten Runde mache ich Verwandlung auf die Klerikerin. Und eventuell Arkanexplosion. Joa, das klingt nach was. Dann kriegen wir nämlich auch 2 Feuerbälle von Erzmagier Antonidas. Was ja auch nicht so schlecht ist. Feuerball. So viel dazu. Ich könnte auch mal Exner spielen. Exner ist auch eine Idee. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, das ist das Doofe. Der macht direkt. Ich glaube, ich werde mein Deck nachher ändern. Das ist, den Sentient Shieldmeister. Verdammt. Der, das ist halt saugefährlich. Deswegen. Was mache ich denn? Ich frage mich, ob... Ich spiele das Frostelementar. Und, oh ja, komm, ich ping die Kiste einfach. Mehr oder weniger eine Idee habe ich. Flammenstoß. Eine große Idee ist das. Ja.
Tatsache, dass der jetzt schon ein Geschenk mehr hat als ich. Es läuft nicht gut. Naja. Man weiß ja nie. Freund? Ja, ich frage mich, ob du heute noch spielst. So. Oh je, das auch noch. Okay, wenn du das unbedingt so möchtest, Freund, wenn du das unbedingt so möchtest. Okay, dann machen wir jetzt gleich auf jeden Fall den Flammenstoß. Dann haben wir nämlich uns um viele Sachen gekümmert. Und bekommen ein Geschenk. Schön. Und ich glaube, jetzt gleich mache ich dann Verwandlung und den Senjin Schildmeister. Ja. Oder? Ja, doch. Es klingt nach einem Plan. Ich habe halt echt nicht so gute Sachen. Das ist halt einer. Da lohnt es sich, vielleicht Verwandlung tatsächlich bei ihm eher zu machen. Traurig aber wahr. Okay. Dann mache ich gleich das Geschenk. Und ich würde sagen, schon fast Spiegelgestalt, ja, oder Arkanexplosion und den Herr der Arena, irgendwie sowas. Oder, ich könnte, nee, ich glaube, ich spiele meine Exner. Mein Exner ist natürlich sehr geil, weil treffen und töten, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da, 3 Schaden, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Top, Freund, top. Ach, komm schon. Doch, scheiß. Nee, 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 nee. Okay, ich spiel doch den Herr der Ringe, um halt einen Spot auf dem Feld zu haben. Ist trotzdem doof, der bekommt ja die ganze Zeit Geschenke und die sind halt dann doch, ja, zumindest relativ gut. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Das kann ich wohl. Guck. Ne, stopp. Stopp, wir haben den Nervotron. Das rettet uns so ein bisschen. Okay, erstmal, ich spiele erstmal den Schatz. Ruft einen zufälligen legendären Diener herbei. Verdammt, ja. Dann spielen wir die. Dann spielen wir den. Dann spielen wir die. Dann pingen wir. Was pingen wir? Wir pingen. Stopp. Ich mache ja keine Explosion. Und dann pinge ich die Kiste. Einfach so, weil ich es kann. Setzt den Angriff aller feindlichen Diener auf 1. Bringt mir zwar nicht viel, aber ist trotzdem ein legendärer. Ah, die Beichtpatin in Blondlocke gefällt mir. Ich werde gleich auf jeden Fall den Herr der Arena einsetzen, um das hier weiter zu schützen. Vernichtet einen legendären Diener. Oh ja, solange die Beichtpatin in Blondlocke noch lebt. Fuck you! Fuck you! Das gibt es doch nicht! Boah, die Geschenke sind ja so übertrieben. Der Priester ist gar nicht mal so schlecht, weil der kann halt die Klerikerin rufen und die dann gut pushen.
Wenn man natürlich die richtigen Karten hat. Ich hab die nicht. Also, wow. Der macht mich ja ganz schön fertig. Und ja. Gut. Hau weg den Scheiß. Was machen wir? Ja. Es ist doch. Ja, in der nächsten Runde sind wir tot. Schon fast. Ah, Mann. Die Tore sind geöffnet. Ich spiele einfach die Spiegelgestalt und beende. Ja, ich muss am Deck auf jeden Fall was ändern. Auf jeden Fall. Wir kriegen viel zu langsam die gegnerischen Monster gekillt. Aber ich habe eine Idee. Eigentlich, ja. Ich habe eine relativ gute Idee sogar. Die würde ich dann gleich einfach mal versuchen umzusetzen. Ja, sauber. Gönn dir. Ich hatte gerade 8 Stärke-Monster da reingefetzt. Wieso? Weil das können. ich würde den so gern loswerden, aber ich komme nicht dazu. Weil der immer ein Monster spielt, was irgendwie gefährlicher ist. So ein Scheiß. Komm, überleg nicht so lang. Cool. Ich bekomme meinen azurblauen Drachen. Jetzt macht der den kaputt, dann macht der den kaputt. Genau. Und ein... Schon mir das Geschenk. Das macht mehr Sinn, denke ich. Oh ja. Blondlocke die zweite. Blondlocke die zweite. Das Problem ist halt, ich habe das jetzt kapiert. Gibt dem aktiven Spieler ein gestohlenes Geschenk. Das heißt, ich bekomme eins von ihm. Das ist ja ein Monster von ihm. Vom ihmchen hier. Ne? Und da ist dieser ganze Twist nochmal. Unglaubliche Geschichten spielen sich hier ab. Und steht eigentlich mein... Willst mich verarschen. Du willst mich verarschen. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Das war's mit Maexner. Der hat mein Geschenk nicht kaputt gemacht. Meine Kiste. Doch hat er. Ich korrigiere. Oh Mann, das läuft sowas von nicht gut. Naja, machen wir mal zumindest so. So, wir bekommen halt ein schönes. Das bringt mir nichts. Ah, kommt da irgend so ein Lotscher und denkt, er wäre wichtig. Das bringt mir nichts. Ist ein Anfang. Tja, Freund. Oh Mann.
Nee, 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 das, und das Spiel läuft auch schon viel zu lang. Ganz ehrlich zu sein. Acht Schaden. Das ist doch Kacke. Ja, alles klar. Nee, komm. Du hast keine Wörter verdient. Jo. Jo. Ich muss unbedingt ein anderes Deck machen. Löschen. Bestätigen. Und zwar habe ich eine Idee. Dafür brauche ich einen Krieger. So, erstmal hinrichten kommt rein. Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Die volle Kriegsaxt kommt natürlich rein. Fällt einem verletzten Diener, fügt einem Diener zwei Schaden zu. Zieht dann eine Karte, wenn er überlebt. Dann brauche ich viel mit. Ja, komm, hol mal den mit rein. Ansturm. Na, vielleicht nicht unbedingt den Steinhauer-Eber, aber eher den Blau-Kiemen-Krieger. Dann holen wir mit rein. Klassisch der Nervotron. Der verrückte Bomber. Jetzt muss ich auch noch ganz kurz bei meinen. Verleiht einem verletzten Diener. Das ist natürlich, dann könnte die Kiste angreifen. So. Ach, hier geht's ja auch noch weiter. Fügt einem Diener zwei Schaden zu. Zieht eine Karte, wenn er überlebt. Wirbelwind habe ich einmal. Ansturm. Legt eine Waffe an. Eure Diener mit Ansturm haben plus einen Angriff. Vielleicht einen befreundeten Diener plus zwei Angriff und Ansturm. fügt einem Diener. Scharmützel. Vernichtet alle Diener bis auf einen. Na komm. Das ist auch ganz cool eigentlich. So. Dann brauche ich auf jeden Fall. Ja, komm. Ansturm ist Ansturm. Ah, 2,5 ist ein bisschen. Ah, komm. Ich hole mal einfach ein paar mit, die ich hier finde. Da ist noch einer mit Ansturm. Gut, und dann suche ich jetzt noch nach Spott. Und zwar hole ich damit den Herr der Arena, hole ich zweimal. Den Goblin-Leibwächter hole ich zweimal. Den Schildmeister hole ich zweimal. Und das reicht auch schon, was Spots angeht. Dann, was ich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht fand, war Maexna. Den holen wir noch mit. Boah, ich hole mal den Frostwolf-Kriegsfürst mit. Und dann würde ich sagen, holen wir noch den Zauberbrecher für etwas Schweigen mit. Ah, doch, doch. Dann hoffe ich, es geht. Also, wir haben schon ein bisschen was mit Ansturm, das ist ganz schön. Aber wir haben auch nicht so viel mit Ansturm, weil ich schau den nochmal weg und schmeiß dafür noch was Kleines rein. Wie zum Beispiel für, nee, wir haben keinen Piraten. Ich könnte den Terrorwolf Alpha einfach mal mitholen. Nee, mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ja, den Blutzunft-Raptor. Komm, das ist 3-2, das ist Angriff. Dann haben wir wenigstens Angriff. Wir versuchen es einfach.
Es kann nicht schlimmer werden als das, was gerade kam. Was gerade war, ja. Gut ist anders. Gut ist anders. Aber es ist so ein kleiner Albtraum für mich, so ein eigenes Deck machen. Ja, so eine Herausforderung. Gut. Die zwei kommen weg, weil die bringen mir gar nichts zu früh. Oh, meine Güte. Nope. So. Grüße. Er ist Slash, da muss man das mal machen. Grüße, Slash. Das gefällt mir sehr. Dann könnte ich nachher die feurige Kriegsaxt spielen. Oder ich bekomme was mit für 3. Und das wäre mir natürlich lieber. Schau mal eine Münze. Was? Was? Bockal. Dann kann ich mir den nämlich noch aufheben. Dann kann ich nämlich jetzt erstmal ein Geschenk benutzen. So, was holen wir uns denn? Den kann ich in den nächsten Zug spielen. Wie cool. Wir könnten gewinnen. Könnten. Ein Geheimnis. Oh, das finde ich nicht so schön. Trotzdem. Das war vielleicht ein bisschen laut für den Ton. Ich mache tatsächlich die Kiste kaputt und greife an, damit ich. Da ruft du einen Bären herbei, das ist okay. Damit ich den gleich spielen kann. Das wäre eine gute Idee. Dann könnte ich nämlich den Arathi-Waffen schmieden und das gestohlene Geschenk spielen. Ist halt auch nur eine Idee. Was? Tödlicher Schuss? Oh, du Ficker. Okay. Ätzschlund. Ich habe nichts, mit dem ich den spielen kann. Also lässt drei zufällig feindliche Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Harte Schneebälle. Wisst ihr was? So, hallo. Und ich beende. Weil jetzt eh ein neues Geschenk kommt, ist alles in Ordnung. Weil jetzt hat er, glaube ich, ein Geschenk auf der Hand. Jo, lass mal machen. Lass mal machen. Ich frage mich halt, was er jetzt bekommt. So ist wie Grommasch oder so. Keine Ahnung. Hey, hallo Grommasch. Altes Haus. Scheiße. Ich würde sagen, Zeit für ein Scharmützel. Oh. Okay. Dann hole ich mir nämlich einen Grommasch. Warte. Fügt dem Deck eures Gegners eine Mine hinzu. Wow. Naja, ich hole aber Grommasch. Ist dann doch die sichere Alternative. Und dann machen wir so. Schön, oder? Das ist doch schon mal was. Ansturm, Wutanfall. Dann.
spiele den und dann spiele ich den Senjin Shieldmeister. Das Coole ist, mein Geschenk ist nämlich jetzt weg. Das ist ganz cool. Oh ja, oh ja. Das ist perfekt. Oh, oder ich spiele den Ritter von Sturmwind. So, Mama Bub. Und dann machen wir erstmal so. Das ist ja auch nicht so schlimm. Dann holen wir den raus. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Das klingt nach einem Plan. Los, los. Okay. 10-8, das ist, glaube ich, das Höchste, was man mit Grommash so machen kann. Ja, wir könnten ihn jetzt auch irgendwie heilen, wenn wir es könnten. Aber das hast du gut gemacht, Freund, das hast du gut gemacht. Und ein Geschenk. Oh je. Oh je. Oh je. Oh nein! Bitte kommt Grommash dabei raus. Ah, dein Geschenk ist übrig geblieben. Deine Kiste ist übrig geblieben, meine ich. Oh, okay, es hat ihn aber nichts gekostet, ne? Terrorwolf Alpha. Na toll, die Kiste kann angreifen. Wäre doch eine gute Idee gewesen, wusste ich's doch. Und zuallererst suche ich mir ein Geschenk. Und zwar hole ich mir da doch nochmal King Crush. Ja, der ist es dann doch. Als nächstes. Ja, komm. Boom. Dann machen wir es so. Den einen Schaden, den nehme ich mir. Und dann hole ich mir. Ja, Spinnennest ist gar nicht mal so blöd. Jeden anderen Diener, der Schaden erleidet. Der ist natürlich auch Value. Wenn ich schon mit dieser Wann hochmähne. Und lass mich überraschen, sagen wir es mal so. Sind wir schon so lange dran? Es geht. Hör mal. Ja, ist natürlich doof. Das hat schon irgendwie schon was mit Synergy zu tun. Oh, wenn jetzt Grommash kommt. Nö, zermalm. Wieso auch? Ein Diener kostet 4 weniger, wenn ihr einen verletzten Diener kontrolliert. Willst du mich verarschen? Zermalme nicht. Zermalm dich auch gleich. Wir müssen uns viel kleinere Sachen ins Deck bauen. Wir haben viel zu große Sachen. Das fällt mir jetzt erst auf. Also erstmal. Dann. Das können wir dann machen. Dann machen wir so. Und greifen einfach mal den an. Ja, es ist nicht ideal, ich weiß. Aber hey. Ah, Mann. Fick dich. Tschüss! Oh, und das nächste Geschenk. Toll, jetzt haben wir die Wühlmine. Ist das nicht spaßig? Ich hab's mir erhofft. Und direkt die Wühlmine. Weißt du was? Ah, komm. Komm mir jetzt gar nicht damit, ja? Ich spiel Maexna und den Elite Kokron Soldat. Der greift sofort die Kiste an. Und zwar Hien. Machen's so. So, Maexna macht den Eisernen Koloss gleich.
Oder das, was kommt. Wenn Grommash kommt, kommt Grommash. Ach, das ist doch Kacke! Wieso kriegt der Zermalmen? Die Tore sind geöffnet. Ich zermalm dich gleich, Penner. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch unglaublich. So, wie jetzt mein Angriff dieses Dienstes, wenn er Schaden erleidet. Ich hole harte Schneewelle, weil die gerade einfach so gut sind. So. Dann. Also die harte Schneewelle. So. Piu, 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 piu. Okay, es kommt zu spät. Dann spiele ich den. Und dann spiele ich den. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Weil jetzt höre ich auf mit Spaß. Ah, jetzt bekomme ich nochmal so eine Mine, ne? Schön. Schön, schön, schön. Yippie. Freut mich. Ah, komm, sei so gut. Aber er zahlt 6 Mana dafür. Das bereue ich nicht. Das ist jedoch nicht so gut. Oh, 6. Ja, du mich auch. Ich spiele den Spott. Okay. Da hätte ich eigentlich mit rechnen müssen. Das ist doof. Aber ich spiele den Ansturm. Den Wolfsreiter. Dann mache ich den kaputt. Und dann mache ich den kaputt. Und dann mache ich den kaputt. Und dann benutze ich das gestohlene Geschenk. Und hol mir. Na komm, hol ich mir ein Spinnennest. Und das benutze ich dann direkt. Pace. So. Oh ja, da kann ich den ja perfekt reinstecken. Oder auch nicht. Dann kann ich aber die 3 hier perfekt reinstecken. Ja, schön. ich greife den an. Hallo, Geschenk. Jetzt höre ich mir Gazrella. Roar! Gut. Sag mal. Okay. Habt ihr alle Spaß? Ja, ich hab schon irgendwie Spaß. Das ist ein guter Gegner. Mit dem kann man das mal machen. Ja, okay. Was kommt raus? Ich will's gar nicht wissen. Du spielst was? Oh nein! Du willst mich doch verarschen. Das ist echt nicht dein Scheiß Ernst. Das kann nicht dein Scheiß Ernst sein.
Das ist nicht dein Scheiß Ernst. So viel zu, die Schneebälle sind gut. Oh mein Gott. Okay, ich bearbeite noch einmal. Aber ich bearbeite diesmal nur. Mal extra halte ich sogar drin. Wen ich raushol. Obwohl. Okay, also. Schon mal. Wen hol bis wohin mache ich das denn mal? Gerade schon mal hier. So, dann haben wir hier die. Erstmal. Wen hol ich denn dann noch rein? Eure Diener mit Ansturm haben plus einen Angriff. Da hole ich auf jeden Fall auch noch ein paar mehr. Hiervon habe ich schon zwei. Davon habe ich nur einen. Dann hole ich mir hiervon aber zwei. Und hiervon hole ich mir zwei. Das Scharmützel war gut. Da kann man da nichts zu sagen. Verursacht einen Schaden. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt ein paar kleinere holen, die früh viel Schaden machen können. So, dann gucken wir mal. Der kann das auch. Das hat bei dem Mann schon ganz gut geklappt. Das holen wir mal mit. Und den Spott holen wir mal mit. Jo. Und dann holen wir noch eine. Versuchen wir es mal so. Bin mal gespannt. Los geht's. Einfach die Geschenke so schnell wie möglich weg. Damit wir Geschenke haben. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Aber jetzt müssen wir ja so langsam mal gewinnen hier. Es ist schon eine coole Idee. Aber ich hab's lieber, wenn man dir ein Deck zur Verfügung stellt. Das macht mir mehr Spaß. Aber ja. Ich behalt's. Das ist eigentlich ganz gut. Frohes Winterhauptfest. Grüße. Ach stimmt, der fängt ja an. Huch. Okay. Jo, ich will doch nur... Ich will halt einen verletzten Diener. Plus 3, plus 3. Wenn der mal verletzt ist, ich sag's euch. Ich sag's euch. Ein Totem. Ich mach's tatsächlich so. Die volle Kriegsaxt hebe ich mir auf. Der muss gehen. Das ist perfekt. Also... Erst einmal greife ich den an. Dann mache ich Toben. Dann die Münze. Ich bin zufrieden. Ich kann nicht klagen. Im nächsten Zug können wir den Arathi-Waffen... Na, du Penner! Ich mag dich nicht! Versucht es hier nicht! Verschwinde! Das gibt's doch nicht! Das gibt es doch nicht! Unglaubliche Szenen spielen sich ab. Okay.
den Nervotron. So kann man es machen. Den machen wir denn? Ich heb's mir auf. Jo, okay. Wir haben ein Geschenk, das ist viel wert. Das benutzen wir auch sogleich. Allen feindlichen Dienern. Ich habe dazu auch nichts mehr zu sagen. Wieso auch? Der ist jetzt überladen, aber das bringt uns nicht so viel. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, komm, hau weg. Okay. Jo. 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 Gut, dann schauen wir mal. Und Scharmützel. Jetzt, wo wir nämlich keine Box auf dem Feld haben, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Als nächstes gucke ich mir die beiden Geschenke an. Also auf jeden Fall. Na, habt ihr auch alle Spaß? Thema hier. So, machen wir es so. Der Nebelrufer. Vielleicht allen Dienern auf eurer Hand und in eurem Deck plus 1 plus 1. Joa. Zermalmen, Schildmaid. Fügt euren Dienern einen Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Ich spiele mit Zermalm, wer weiß, was kommt. Ich spiele den Nebelrufer. Ich spiele den Feuerelementar. Und. Die feurige Kriegsaxt. Als nächstes habe ich habe schon eine Idee, was ich mache, also. Jo, dann ist es so. Ich habe viel größere Pläne, Freund. Eindeutig, eindeutig, Zermalmen. Na, habt ihr auch alle Spaß? Ja, ich würde sagen, oder? Freunde. Also erstmal auf jeden Fall Zermalmen. Dann hole ich mir ein Geschenk. Hol mir den Nebelrufer. Spiele ihn. Und spiele dann die zwei netten Gesellen. Schön. Der Nebelrufer ist ja mal so geil. Das ist ja unglaublich. Ja, ein Geschenk hat er dann noch. Der Nebel, oh, der ist echt geil. Hua. Da kann man nichts sagen. Also wenn ich den gleich für 2 Mana lege, dann ich könnte auch noch warten, bis ich noch einen bekomme. Das ist so ekelhaft, der Typ, aber ist ja gut für uns.
Ah ja, zermalm du. Zermalm ist halt eigentlich ganz teuer und dann, ja. Ein Totem knistern. Oh Jesus. Ach Gott, das ist doch doof. Wenn du so spielen willst, dann fangen wir jetzt an zu spielen, Freund. Ja, der hat jetzt noch zwei Geschenke auf der Hand. Das ist das Doofe am Krieger. Das Scharmützel. Dass der das bekommen kann. Weil das ist schon ganz schön heftig. Das ist nicht so schlimm. Ich hab nämlich einen Plan. This is how I roll. Dann holen wir jetzt. Ja, wir holen noch einen Scharmützel. Und dann holen wir. Vielleicht. Oh ja, ich habe keine Totem. Keine Totemsch. Machen wir es so. Und so. Und so. Und so. Bitch. Doch, doch. So. Komm, der sagt, so setzt jetzt immer früher. Wir haben Lethal, das heißt, im nächsten Zug ist er tot. Wenn er nichts. Okay, da ist ein Spot. Das hält das Ganze natürlich auf. Und Schweigen. Oh. Du böser Bube. Aber er fügt allen Dienern einen Schaden zu. Kann man mal machen. Dann haben wir hier. Nice. Okay, also ich hol. Nee, stopp. Erst greife ich an. Dann füge ich allen Dienern einen Schaden zu. Dann. Ach so. 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 Danke. Wir haben einen Kartenrücken. Das ist, glaube ich, mein erster Kartenrücken überhaupt. Schön. Ja, wir haben unseren Sieg erreicht. Also, was ich persönlich natürlich dann sagen kann, um das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen, relativ kleine Sachen spielen. Am besten gegen einen Krieger oder gegen einen Schamanen spielen, weil, ach oh Gott, ich habe ja, am Ende habe ich ja hier Blutzumfrapto 5-4 für 2. Der beste Deppert. Natürlich Sachen, die das dann alles pushen. Ansturm immer gut. Und ja, wenn man selber als Krieger spielt, Scharmützel. Ich habe nur eins, aber das ist wirklich top-notch, also da kann man nichts sagen. Und holt euch nicht, wenn ihr Krieger seid, holt euch, oder der Gegner Krieger ist, holt euch nicht die Schneebälle.
Der eine, der dann plötzlich da selber drei Kisten drauf hatte, hat dann und dann Scharmützel vier kaputt gemacht hat oder was? Das ist ja. Alter. Aber okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Hearthstone, das Kartenchaos. Bis dahin. Ciao.